Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge der Karte von Thüringen, Version 3.1. Ja, wir fahren weiter mit der Milch zum Verkauf. Dazu stelle ich meine Abfahrt gleich wieder ein. Dann muss ich mal den anderen suchen, den Stapler. Ich habe ja in der letzten Folge zum Schluss noch einen Stapler gekauft und den wollte ich zum Sägewerk fahren lassen. Ja, nicht weiter, wieso nicht? Ja, dann gehen wir direkt zum Sägewerk. So. Ja, das überlegt gehabt, naja, kann man ja auch theoretisch. Theoretisch. Per Dings fahren lassen, per Transporter. Aber. Dann müsste ich extra den LKW nehmen. Den wiederum. Hierher schicken, also herfahren, aufladen und dann ja kurz in etwa genauso dauern, als wenn wir jetzt fahren lassen würden, ne? Also 8 Minuten ungefähr laut Plan. Ich fahre jetzt nicht mit, wir schauen mal uns kurz um, was so ein Sägewerk zu machen ist. Das läuft ja schon. Ja. Holz ist bei 38%. Das ist schon reichlich da. Ist gut. Die Balken läuft auch und die Bretter auch. Die Bretter will ich ja mit dem Stapler fahren. Dafür ist gedacht. Ne, also im Großen und Ganzen. Holzbalken ist leider ein bisschen, würde ich sagen, der Platz zu wenig. Es wird leichter gehen, wenn das ein bisschen mehr wäre, ne? Um die Menge hinzubekommen. In der letzten Version waren ja die Balken im Prinzip nicht gebrauchbar, also konnte man nicht verkaufen. Einige jedenfalls. Und das muss man sehen, hier müssen die Bretter her. Und dazu brauche ich einen Stapler. Paletten muss ich sehen. Ne, wo die am besten verwenden kann. Ich denke mal beim Rinderhof, beim Metzger. Um das rauszufinden, müssten wir natürlich mal kaufen. Was hier? Wolle? Naja, wäre nicht gut. Dann müssten wir noch Schafe anschaffen. Zurück. So. Wir mal ankaufen. Ich hatte ja bei der letzten Folge ja entsprechend Silage verkauft. Und dadurch, das hatte ich mir alles gut geschrieben. So, mal gucken, was er mir anzeigt. Nix. Da hinten wird nichts sein, da werden wir nichts groß hinfahren können. Ne. Das ist noch ein kleiner Metzger, ne? Aber für unsere paar Rinder, die wir haben, kriege ich ein Loch. Das ist Absicht. Hier ist ein bisschen Schrott. Ist auch Absicht. Ja. Gehen wir auf streng G. Ballenwickler, Dünger, Holzlager, Kalklager, Palettenherstellung, Saatgut, Schlachthof. Der braucht zum Beispiel. Ah, Beschreibung. Weimarer Fleisch- und Wurstwaren. Rindfleisch, da brauchen wir Leerpalette, das habt ihr gewusst. Oder geahnt, sag mal so. Logisch. Schweinefleisch, brauchen wir auch Leerpalette. Schaffleisch, auch. Wolle. Und Hühnchen. Hühnchen können wir auch.
Da könnte man Schafe anschaffen, ne? Mal Schafe bei Gelegenheit. Wolle. Ich habe schon befürchtet, dass wir mehr brauchen. Wieso kann ich jetzt fliegen? So. Was macht unser Stapler? Der müsste eigentlich da unterwegs sein. Ah, gut, passt. Dann gucken wir uns mal die Tiere an. Ganz kurz. Dann gehen wir gleich Wasser. Tag, Mu. Unsere Kühe produzieren fleißig Milch. So, wir sind zu klein. Gut, dann werde ich gleich unseren Stall Nummer 1 auf Feldhof 1 die gleich mal aufversorgen und putzen. Na, hier ist noch Platz. Mensch, hier könnte man doch was reinbringen. Und so Seemaschinen zum Beispiel. Das wäre eine Option. Darüber denken wir nach. Erstmal Wasser geben und dann gleich putzen, weil der muss nämlich geputzt werden, der Stall. Und das Elektrozaun, das wäre nicht lustig. Ich vertrage immer keinen Strom. Naja, kleiner Scherz. Im Frühjahr der LPG haben so einen Kollegen gehabt, der hatte die Stromkabel immer angefasst. Nur dazu sagen, er hat trockene Füße gehabt. Plus Stiefel, entsprechende Einlagen drin gehabt. Dadurch war das ein bisschen, naja, zu ertragen. Ich selber habe es auch angefasst. Nur dazu sagen, es war eine Batterie gewesen. Und in diesem Jahr war es extrem trocken gewesen. Oh, ist ein bisschen. Man spürt es, ne? Also später beim Netzteil habe ich nicht mal angefasst, aber bin stärker gewesen. So. Müsste ich mal eine Lieferung herschicken, ne? Dazu müsste ich mal rausfahren, dass wir dann leichter durchfahren können. Hier ist auch noch eine. Ein Silo belegt, wir könnten auch die BGH Dings betreiben. Die 1 mit dem Pferdegras. Pferdegras ist ja um die Ecke, dann brauchen wir nicht so weit fahren. Muss ich spätestens morgens Futter geben. Und der nächste rein, ne? Also mal sehen. Aktuell läuft es ja mit 5. Also hier könnten die Seemaschinen gut her. Das wäre perfekt. 1, 2, 3 locker. Vielleicht 4, mal sehen. Das ist ja die Rübenhalle. Und hier ist der Schweinestall. Da will ich mal spätestens dann noch mehr Futter haben. Für Schweine. Auch Schweine anschaffen, ne? Futter. Wasserdruck. Und hier kommt noch ein Schweine rein. Ja. Aber extra einen Saunstall muss man sehen. Weil ich ziehe ganz gerne die die Mastschweine vor. Also separat zu machen irgendwie. Mal sehen. Dafür. Hier wäre auch noch Platz, ne? Hier ist sogar Strom. Ja, wäre eine Option. Und hier ist ja für Futter und so. Und hier wäre es ein bisschen umständlich reinzufahren. Wo ich es auch lager, ne? Also. Gut. Das ist ein Plan für die Zukunft. Also nicht heute Morgen, aber später. Wir müssen ja mal Futter anschaffen. Für Schweine. Körnermeißen ein bisschen, wäre nicht schlecht. Zum Beispiel. Und. Das wäre der erste Schritt, ne? Der Stapler ist da. Praktisch. Gut, dann brauchen wir Leerpaletten für Fleisch.
Dann also machen die Ausland sich besser. Also mal sehen, wie er sie hat. Weil. Ich habe ja noch keine Erfahrung mit Starter gemacht. Im BL nämlich und auch nicht im. Hier im Spiel. Also sehe ich ganz gut, ne? Bis jetzt. Ich weiß, auf der Höhe heißt immer die Vorschrift, fahr rückwärts. Aber das fährt sich ganz gut. Wir brauchen nicht überleben. Ein bisschen müssen wir halt herstellen. Ne? Probieren wir aus, ob vielleicht zwei Komfort zu kriegen. Wir können ja mit Gas fahren, ne? Und mit Lenkrad fährt sich ja besser. Jo. In der Firma haben wir auch einen Stapler. Etliche. Also sehr viele sogar. Ich könnte aber nicht umgehen. Da laufen zu viele Menschen umher. Viel zu gefährlich. Ich würde zwei transportiert kriegen. Das wäre ganz praktisch. Ob das vom Gewicht her kam, das weiß ich nicht. Diesel, naja. Ah, wie knapp du. Von Gewicht her. Und da war ich nicht schnell fahren. Und dass ich von einer anderen Sicht auch gucken kann, ne? Fahren wir ganz gemütlich rüber. Also das platzierte Sägewerk ist gut. Aber ich habe sogar so einen Unterstand, wo man hinstellen kann. Passt genau. Na, jetzt kippt er über. Aber er muss auch annehmen. Das heißt, muss anheben. Das ist ja das Komische. Er hat hier auch den Trigger zu hoch. Also abstellen mit Autolump wird nicht funktionieren. Also ungünstig, ne? Kann man hier kaufen? Keine Ahnung. Oder verkaufen. Was können wir hier verkaufen? Nix. Locking. Unser B-Fahrer. Ja, dann können wir ein bisschen noch fahren, ne? Vielleicht können wir diese Balken hier verkaufen. Der packt das irgendwie aus. Mal schauen, ob wir hier die Balken auf Verkauf bekommen oder beziehungsweise transportieren können. Hätte ich gerne so ein Dings gehabt, ne? So ein, wenn man breiter ausgehen kann.
Weil wenn man das Gleichgewicht nicht hat, dann kann man es ganz blöd dahin bekommen. Aber gut. Der hat sogar Not aus. Ja, nicht im Gleichgewicht. Ja, da muss ich wahrscheinlich doch mal einen anderen Ding nehmen. Aber so geht's jetzt im Not. So, eine Flagge haben wir noch. Schauen wir gleich. Aber für die Paletten brauche ich auf jeden Fall einen kleinen Anhänger. Weil zum Sägewerk, was schon zum Flacker zu bringen, ist ein bisschen einfacher, wenn wir da Leitanhänger haben, die wir nicht viel brauchen. Aber 10 Paletten oder so pro Fahrt, da ist schon die ersten fertig. Das läuft. Ach, da kann man bestimmt nichts verkaufen, ne? Hackknöpfe oder so? Immer an, ne? Heizmaterial, ne? Muss ich mal schauen. Das blockiert mir Autodrive die Funktion, glaube ich. Weil der andere blockiert ist. So. Das haben wir eine schöne Halle. Ich springe mal kurz rüber. Das Riebeck arbeitet eine Weise noch. Na gut, die Barken werden nicht lange hinhalten, da wird der ruckzuck aufgebraucht sein. Und hier werden wir gleich mal einen anderen Fahrzeug starten, hier mit Mist. Das muss ja auch sein, ne? Kühe produzieren dann ein bisschen was, beziehungsweise erzeugen das Zeug ja, ne? Und da ich ja Mist, dann können wir gleich mal Stroh reinfahren. Ja, schauen wir gleich mal, LKW-Fahrer, warum der nicht weiterfährt und belädt. Er müsste ja eigentlich, ja. Dann müsst ihr mal schauen, ob ich hier es anders hinkriege, ne? Die großen. Eigentlich mich beladen normalerweise. Gehen wir auf C. An. Er belädt nicht mal alleine, das ist ganz komisch. Rotieren, B und N laden. Auftanken, ja. Am Ende parken. Nur beladen. Okay, wir gehen mal hier zurück und schicken mal unseren Missfahrer. Das klappt ja eigentlich gut. Hier belegt ja auch das Förderband, ne? Eine Geschichte. So, Zuschauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen, schönen Dank fürs fleißige Liken und Abonnieren, ne? Silogras, noch nicht fertig, dauert ein bisschen noch. Denkt man, morgen ist soweit. Ja, ich sag mal ein dickes Dankeschön dafür. Auch an, begrüße auch alle Abonnenten, neuen Abonnenten. Ja, hoffe, ihr habt Spaß. Und wie gesagt, die Kommentarleiste ist ja dafür da, zum Nutzen. Ne, also dürft das, ne? Tschüss.